Einen gesegneten Sabbat euch allen. Einen gesegneten Sabbat für euch allemal. In diesem Thema werden wir weiter Offenbarung 17 studieren. In dieser Präsentation sollen wir weiter Openbaring 17 präsentieren. Die Sequenz der Weltgeschichte. Die Opeenvolging von der Weltgeschiedenis. Im letzten Thema haben wir schon begonnen zu sehen, die fünf, die gefallen sind. In der letzten Präsentation sagen wir all die fünf, die gefallen sind. Heute werden wir es noch ein bisschen verbreitern. Vandaag zullen we het nog wat verbreden. Und wir werden auch sehen, der ist. En we zullen ook zien wie degene is. Und im nächsten Thema werden wir sehen, der wo kommt und kurze Zeit bleibt und der achte. En het volgende thema zullen we zien wie de wie zal komen en wie voor korte tijd blijft en de achtste is. In der Bibel finden wir, dass die Frau ein Symbol ist für die Gemeinde Gottes. In der Bibel sehen wir, dass die Frau ein Symbol ist für die Gemeinde von Gott. Und ich möchte da mit euch zwei, drei Verse lesen. Und ich will graag mit euch zwei oder drei Versen lesen. 2. Korinther 11, Vers 2. 2 Korinthiërs 11, Vers 2. Und dann gehen wir nach Vers 2. Da steht, als der Paulus zur Gemeinde schreibt, einen Brief. Da steht, wenn Paulus an die Gemeinde einen Brief schreibt. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Want ich beeifere mich für euch mit einem Eifer von Gott. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann. Ich habe euch immer den Huwelijk gegeben an einen Mann. Damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. U als een reine maagd voor Christus aan Christus voor te stellen. So die Gemeinde soll eine reine Jungfrau sein. Dus de gemeente zal moet een reine maagd zijn. Und Christus der Ehemann. En Christus eigenlijk de echtgenoot. Einen zweiten Vers finden wir in Offenbarung Kapitel 19. Een tweede vers vinden we in Openbaring hoofdstuk 19. Vers 7 und 8. Vers 7 en vers 8. Da geht es im Kontext praktisch um die Wiederkunft Jesu. Hier geht es eigentlich in der Kontext um die Wiederkunft von Jesus. Wenn Jesus, der symbolische Ehemann, schlussendlich seine symbolische Frau trifft. Wanneer Jesus als symbolische Echtgenoot uiteindelijk sein symbolische Frau zugemoet treedt. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw, zijn bruid, heeft zich bekend gereed gemaakt. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. En het is haar gegeven, zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Want dit fijne linnen is de gerechtigheid van de Heiligen. Und jetzt sehen wir noch einen Vers im Alten Testament, um das komplett zu machen. En dan zien we nog één vers in het Oude Testament, om dat helemaal af te ronden, compleet te maken. Im Buch Hoseas. In het boek van Hosea. Und da suchen wir Kapitel 2. En daar gaan we naar hoofdstuk 2. Da steht im Vers 18. Da staat in Vers 18. Als dann spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Das Vers 18, Hosea 2, Vers 18. Vielleicht ist es eins davor oder eins danach. Ja, mach es in Deutsch. Als dann spricht der Herr, also spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann, dann sollt ihr mich nennen mein Mann, und nicht mehr mein Baal. Und nicht mehr mein Baal. Baal ist auch, kann man übersetzen als Herr, mein Herr. Baal kann ich auch sagen, von das ist mein, mein Herr. So, Gott möchte eine Beziehung haben zu seinem Volk, wie ein Ehemann zu seiner Ehefrau. Dus God wil een relatie hebben zoals een
Echtgenoot mit der Echtgenote. Er möchte nicht, dass wir sagen, mein Herr, sondern mein Mann. Er will nicht, dass wir sagen, mein Herr, sondern mein Mann. Das ist eine andere Art von Beziehung. Eine andere Manier von Relation haben. Viel intimer. Viel intimer. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter in den Vers 21 und 22. Und dann gehen wir noch was weiter in Vers 21 und 22. Hier wird die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk sehr schön ausgedrückt. Hier wird die Relation zwischen Gott und seinem Volk heel mooi ausgedrückt. Was eigentlich gemeint ist und wie diese symbolische Ehebeziehung sein soll. Was eigentlich wirklich bedeutend ist mit dieser symbolischen Einheit. Da steht: Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich soll mich für ewig tot mein Braut nehmen. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit. Ich soll tot mein Braut nehmen, u, in Gerechtigkeit en in Recht. Und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. In gute Tierenheit en Barmhartigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben. Ja, in Trau soll ich u für mich als Braut nehmen. Und du wirst den Herrn erkennen. En u zult de Heere kennen. Also das ist die Art und Weise der Beziehung, die Gott mit seinem Volk haben möchte. Dus dat is eigenlijk de soort relatie die God met het volk wil hebben. Symbolisiert durch eine schöne Ehebeziehung. Dat gesymboliseerd wordt door een mooie echtelijke relatie. Und Gott möchte sein Volk lieben und führen und leiten. En God wil zijn volk liefhebben en leiden. Und auf das Volk aufpassen. En op dat volk passen. Und es beschützen. En het beschermen. Wie ein guter Ehemann. Zoals een goede echtgenoot. Und die Beziehung von der Frau zum Ehemann, also vom Volk Gottes zu Gott. En de relatie van de vrouw met echtgenoot, dus van het volk met God. Soll auch so sein. Moet ook zo zijn. Die Frau soll ihm an ihn glauben. De vrouw moet in hem geloven. Ihm vertrauen. In hem vertrouwen. Ihm nachfolgen. Hem navolgen. Ihn lieben. Hem liefhebben. Und das ist das, was Gott möchte. Dat is wat God zou, graag zou willen. Das Ideal. Het Ideal. Und jetzt finden wir in der Offenbarung zwei Frauen. En nu zien we in Openbaring twee vrouwen. In Offenbarung 12, in Openbaring 12 finden wir eine reine Frau. Finden wir eine reine Frau. Im Vers 1. In Vers 1. Sie ist bekleidet mit Licht. Sie ist helemaal umkleed mit Licht. Sie ist praktisch mit der Sonne bekleidet, steht hier. Sie ist praktisch eigentlich mit der Sonne bekleed, steht hier. Sie hat den Mond unter ihren Füßen. Sie heeft de maan onder haar voeten. Und auf ihrem Kopf eine Krone mit 12 Sternen. En op haar hoofd een kroon met 12 sterren. Das ist Licht, alles Licht. Dat is Licht, das ist allemaal Licht. Licht am Tag und Licht in der Nacht. Licht overdag en 's nachts. Und das ist die reine Frau. Dat is de reine Frau. Die treue Frau. De trouwe Frau. Aber wir finden in Offenbarung 17 eine andere Frau. Maar we vinden in Openbaring 17 een andere vrouw. Sie ist beschrieben als die große Hure Babylon. Zij wordt beschreven als de grote hoer van Babylon. Sie ist keine reine Frau. Zij is geen reine vrouw. Sie ist Gott untreu geworden. Ze is God ontrouw geworden. Hier steht. Hier staat. Es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden in vers 1. Also einer von den Engeln, wo eine Plage hat. Dus één van de zeven engelen die een plaag had. Is also context vom Endzeit. Dus het context van de eindtijd. Redete mit mir und sprach. Kwam en sprak met mij. Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure. Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien. Die an vielen Wassern sitzt. Die aan vele wateren zit. Ein Engel mit einer Plage kommt. Da kommt ein Engel mit einem Plag und spricht: Es gibt ein Gericht über die große Hure. En het zegt, er kommt ein Urteil über die große Hure. Die in vielen Wassern sitzt. Die in vielen Wassern sitzt. Das ist ein Symbol im Vers 15. Das ist ein Symbol in Vers 15. Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Die reine vrouw van Openbaring 12, de reine vrouw van Openbaring 12, die war angezogen mit Licht. Was omgeven eigenlijk met licht. Das war
ihr Reichtum. Das was haar Reichtum. Es ging also um die inneren Werte. Het ging dus om de innerlijke waarden. Die Gerechtigkeit. De gerechtigheid. Die Heiligkeit. De heiligheid. Die Wahrheit. De waarheid. Die Liebe. De Liefde. Aber die Frau in Offenbarung 17 ist ganz anders angezogen. Maar de vrouw in Openbaring 17 is heel anders omgeven. Im Vers 4 steht. In Vers 4 von 17. Die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach. De vrouw was bekleed met purper en met scharlaken. Geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Getooid met goud, edelgesteente en parels. Und hat einen goldenen Becher in der Hand. En houdt een gouden drinkbeker in haar hand. Voll der Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. So diese Frau ist reich. Dus deze vrouw is rijk. Sie hat viel. Ze heeft veel. Aber es sind nicht die inneren Werte. Maar het zijn niet de innerlijke waarden. Es sind die äußeren Dinge. Maar het zijn de uiterlijke dingen. Man wird von ihr verblendet und eingelullt. Ja, dus je wordt door haar verblind eigenlijk. Weil man ihr Äußeres sieht, ihr Reichtum. Omdat men haar uiterlijk ziet, haar rijkdom. Ihren falschen Glanz und Schein. Haar valse glans en haar schijn. Und warum ist diese Frau zur Hure geworden? En waarom is deze vrouw geworden als hoer? Was war das Problem? Wat was het probleem? Im Vers 2 steht, warum diese Frau zur Hure geworden ist. In Vers 2 staat waarom de vrouw als hoer is geworden. Hier staat, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. Oh, mit wem hat sich diese Frau verbunden? Met wie heeft dus die vrouw zich verbonden? Mit den Königen der Welt. Met de koningen van de wereld. Mit den Mächtigen der Welt. Met de machtigen van de wereld. Mit der Politik. Met de politiek. Mit den Königreichen. Met de koninkrijken. Deswegen wurde sie auch so reich. Daarom werd ze ook zo rijk. In Gold und Perlen und Goud Silber und alles. Parels en zilver en zo. So. Sie hat etwas getan, was nicht okay war. Sie deed iets wat niet oké was. Sie wurde Gott untreu. Ze werd God ontrouw. Anstelle Gott nachzufolgen. In plaats van God te volgen. Ihrem Ehemann treu zu sein. Haar echtgenoot trouw te zijn. Is sie zu den Königen der Welt gegangen. Is zij naar de koningen van de wereld gegaan. Und hat die Vorteile dieser Welt gesucht. En heeft de voordelen van deze wereld gezocht. Die Macht. De macht. Autoriteit. Autoriteit. Reichtum. Reichtum. Erinnert ihr euch, dass wir gestern gesehen haben in Matthäus 4? Weet u nog dat we gisteren zagen in Matthäus 4? Als der Teufel Jesus die Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit angeboten hat. Toen de duivel Jesus de wereld en de heerlijkheden had aangeboden. Christus hat abgelehnt. Christus heeft het afgeweerd. Aber der Antichrist hat angenommen. Maar de Antichrist heeft het aangenomen. Und hat sich mit den Königen dieser Welt verbunden. En heeft zich verbonden met de koningen ihrer Herrlichkeit und ihrer Macht. Haar Heerlijkheid en haar Macht. Und die Autorität. En de Autoriteit. Und dadurch ist die Frau zu Hure geworden. En daarom werd de vrouw tot een hoer. Und das konnte Gott nicht akzeptieren. En dat kon God niet accepteren. Kein Mann kann akzeptieren, wenn die Frau untreu wird. Geen man kan accepteren wanneer de vrouw ontrouw wordt. Das ist ein ganz großes Problem. Dat is een heel groot probleem. Und in diesem Fall kommen jetzt die Plagen über sie und ein Gericht. In dit geval kommen de plagen over haar en een gericht. Weil sie wollte sich leider nicht bereuen ihre Sünde. Want ze wilde geen berouw tonen over haar zonde. Es ist ganz interessant, aber wenn man studiert in den 7 Gemeinden zum Beispiel. Es ist heel interessant, wanneer je bijvoorbeeld de 7 gemeentes bestudeert. Da spricht es, dass sie nicht bereuen wollte. Da staat dat ze zich niet wilde bekeren, geen berouw wilde tonen. Hier in Offenbarung 2. Hier in Openbaring 2. Vers 20 und 21. Vers 20 en 21. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Isabel duldt. Die du sagst, sie sei eine Prophetin. Die von sich selbst sagt, dass sie eine Prophetess ist. Und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben. Und um zu unterweisen und meine Dienstknechten zu misleiden.
in Vers 21. Und ich habe ihr Zeit gegeben. En ik heb haar tijd gegeven in vers 21. Buße zu tun. Opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Und sie will sich nicht bekehren. Maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. So, Gott hat versucht, die Hure Babylon zu retten. Dus God heeft geprobeerd om de hoer Babylon te redden. Er hat ihr Zeit gegeben. Hij heeft haar tijd gegeven. Aber sie hat sich leider nicht gelöst von ihrer weltlichen Einfluss, Politik und Macht. Maar ze is niet losgekomen van de wereldse invloed en de macht. Und was war die Konsequenz? En wat was het gevolg? Die Konsequenz finden wir in Offenbarung 17. Het gevolg dat zien we in Openbaring 17. Vers 6. Vers 6. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. Waarom? Waarom? Weil wenn sich Kirche und Staat miteinander vereint, omdat wanneer de kerk en de staat zich verbinden met elkaar, wenn also Religion und Politik zusammenkommen, wanneer religie en politiek samenkomen, dann kommen Religionsgesetze. Dan komen er godsdienstwetten. Und die Konsequenz der Religionsgesetze? En de gevolgen van de godsdienstwetten is verlust van vrijheid. Is verlies van vrijheid. En vervolging. En vervolging van andersgelovigen. Van andersgelovenden. En daardoor komt het tot dem wat hier staat, Märtyrer. En dan komen er martelaren, zoals hier staat. Vervolging. Vervolging. Ik möchte euch een paar Beispiele geben. Ik wil u graag een aantal voorbeelden geven. God möchte niet Vereinigung von Kirche und Staat. Gott will nicht, dass die Kirche und der Staat sich vereinigen. Das ist für Gott ein gefallenes religiöses und politisches System. Das ist für Gott ein gefallenes religiöses und politisches System. Weil die Freiheit geht verloren. Omdat de vrijheid verloren gaat. Und Kinder von Gott kommen unter Verfolgung. En kinderen van God komen dan onder de vervolging. Und deswegen sagte auch Jesus, gibt Caesar, was von Caesar ist. Daarom zegt Jezus ook, geef de keizer wat van de keizer is. Und gibt Gott, was von Gott ist. En geef God wat van God is. Aber gibt nicht Gott, was von Caesar ist. Maar geef niet God wat van Caesar is. Und gibt nicht den Caesar, was von Gott ist. En geef niet Caesar wat van God is. Trennung von Kirche und Staat. Scheiding van kerk en staat. Denn nur so gibt es Freiheit. Want zo, alleen op deze manier is er vrijheid. Aber wir sehen hier in Offenbarung 17 die Sequenz der Weltgeschichte. Maar in Openbaring 17 sehen wir die Volgorde von der Weltgeschiedenis. Die große Hure Babylon steht auf in Vers 5. De grote hoer van Babylon staat in Vers 5. Auf ihrer Stirn geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Op haar voorhoofd staat een naam geschreven, geheimnis. Das große Babylon. Het grote Babylon. Die Mutter der Hurerei und de moeder van de hoerer. Und aller Gräuel. En van de gruwelen van de aarde. Wir wissen, was Babylon bedeutet. Wij weten wat Babylon betekent. Verwirrung. Verwarring. Geistliche, religiöse Verwirrung. Geestelijke en religieuze verwarring. Man kann nicht mehr klar sehen. Je kunt niet meer duidelijk onderscheiden. Deswegen steht auch im Vers 2. Daarom staat er ook in Vers 2. Mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. Und die auf Erden wohnen sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Betrunken, verwirrt. Dronken, verward. Religiös, geistlich. Religiös en geestelijk. Sie können nicht mehr die Wahrheit sehen. Ze kunnen de waarheid niet meer onderscheiden. Weil die Religion wird zu einer Staatsreligion. Omdat de religie tot een staatsreligie wordt. Es geht also nicht mehr, dass der Herr Jesus ins Herz kommt. Het gaat er dus niet meer op dat Jezus in het hart komt. Sondern es geht um ein religiös-politisches System, wo sich einfach alle irgendwie unterjochen müssen. Maar het gaat om een religiös-politiek systeem, waaraan iedereen zich moet onderwerpen. Und die Strategie war und ist es hier gezeigt in Offenbarung 17. En de strategie was, zoals het getoond is in Openbaring 17. Vom Teufel. Van de duivel. Der die ganze Welt verführt, Offenbarung 12, Vers 9. Die de hele wereld verleidt, Openbaring 12, Vers 9. Dem alle Königreiche der Welt gegeben wurden und die Herrlichkeit. Die alle Königreichen van de wereld werden gegeven en de heerlijkheid. Und er gibt sie, wem er will. En hij geeft ze, wie ze wil. Er hat immer die Königreiche der Welt kontrolliert über die Religion. Hij heeft altijd de koninkrijken van de wereld gecontroleerd
over de religie eigenlijk. Das ist es, was am geschehen ist, als in Matthäus 4. Dat gebeurde toen in Matthäus 4. Lass uns zusammen lesen. Laten we dat dann samen gaan lezen. In der zweiten Versuchung. Matthäus 4 in der zweiten Versuchung. Es ist sehr spannend, wenn wir das hier analysieren. Es ist heel spannend wanneer we dat analyseren. Und zwar in Vers 4. En dat staat in Vers 4. In Vers 5. Vers 5. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt. Toen nahm der Teufel hem mee naar de heilige stad. Und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. En zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. Und sprach zu ihm. En hij zei tot hem. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben. Als u de Sohn van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven. Und dann zitiert er Psalm 91, 11 und 12. En dan citeert hij Psalm 91, vers 11 en 12. Und dann im Vers 8, ist der Moment, wo er ihm die ganzen Königreiche der Welt zeigt und ihre Herrlichkeit. Und dann ist der Moment gekommen, worin er alle Königreiche von der Welt lässt sehen und die Herrlichkeit. Und sie ihm anbietet. Und dass er ihm das anbietet. Wenn er sich niederkniet vor Satan. Wanneer hij zich neerknielt voor Satan. In anderen Worten, lass uns zusammen die Welt regieren. Laat uns zusammen die Welt regieren. Alle Königreiche der Welt. Alle Königreiche von der Welt. Und wie möchte er es machen? Und wie will er das tun? Das haben wir gerade gelesen das im lasen. Vers in der ersten der Versuchung davor. Und das lasen wir in der Versuchung davor. Von der heiligen Stadt aus. Vanuit der heiligen Stadt. Vom Tempel aus. Vanaf der Tempel. Mit einem religiösen Buch in der Hand. Met een religieus boek in de hand. Die Königreiche der Welt. Alle Königreiche regieren. Van de wereld regeren. Aber verzerrt, falsch. Maar helemaal verkeerd. Die Bibel ist das gefährlichste Buch der Welt. De Bijbel is het gevaarlijkste boek van de wereld. Wenn es in den falschen Händen ist. Wanneer het in de verkeerde handen is. Die Bibel in den Händen von Satan? De Bijbel in de handen van Satan? Hier von der heiligen Stadt aus? Hier vanuit de heilige stad? Vom heiligen Tempel? Vanuit de heilige tempel? Mit dem heiligen Buch? Met het heilige boek? Das gefährlichste Buch der Welt. Het gevaarlijkste boek van de wereld. Weil er beginnt alles zu verzerren, zu verdrehen. Omdat hij alles gaat verdraaien. Falsch auszulegen. Verkeerd uit te leggen. Und das hat er getan und über heeft die gedaan. Ganze Weltgeschichte hinweg. Over de hele wereldgeschiedenis deed hij dat. Das ist, was in Offenbarung 17 gezeigt wird. Dat werd getoond in Openbaring 17. Und zwar sehen wir hier im Vers 3, Offenbarung 17, Vers 3. En zien we dus in Openbaring 17, vers 3. Er brachte mich im Geist in die Wüste. En de geest bracht mij weg naar de woestijn. Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Ich sah eine Frau sitzen auf einem scharlachenrot Beest. Das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Das voll von godslastlichen Namen war, mit 7 Koppen und 10 Horens. Oh, die Frau sitzt auf dem Tier. Oh, die Frau sitzt auf einem Tier, Beest. Wenn jemand sich auf ein Pferd setzt, zum Beispiel. Als iemand gaat zitten op een paard bijvoorbeeld. Wer entscheidet, wo das Pferd hinreitet? Wie bepaalt waar het paard heen gaat? Der Reiter. Der Reiter. Die Frau sitzt auf dem Tier. De vrouw zit op het dier. Die gefallene Religion. De gevallene religie. Setzt sich auf die Politik. Die Könige der Welt. Zet zich neer op de politiek. Und führt und leitet die Königreiche der Welt. En leidt eigenlijk de koninkrijken van de wereld. Das wird nochmal ausgedrückt. Dat wordt nogmaals een keer uitgedrukt. Im Vers 7. In Vers 7. Der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? De Engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau. Ik zal u het geheimnis van de vrouw vertellen. Und des Tieres, das sie trägt. En van het beest dat haar draagt. Und 7 Häupter und 10 Hörner. Dat er 7 koppen heeft en de 10 horens. Die Frau, die Hure Babylon. De vrouw, de hoer van Babylon. Ein Symbol für die falsche Religion. Een symbool voor de valse religie. Die auf dem Tier sitzt. Die zit op het dier, op het beest. Und immer Kontrolle über die Politik genommen hat. En steeds de controle heeft over de politiek. Und somit
immer die verschiedenen Nationen der Sequenz führt und leitet. En eigenlijk steeds in die volgorde steeds de verschillende volkeren leidt. Es ist eine Frau, aber mit 7 Häuptern. Es ist eine Frau, aber mit 7 Koppen. Die 7 Häupter ist eine Sequenz von Königreichen. De 7 Koppen ist eine Opeenvolging von 7 Königreichen. Deswegen steht da ja. Darum staat er dus. Im Vers 9. In Vers 9. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Hier blijkt het verstand. Die 7 Weisheit heeft. Sind 7 Berge. De 7 Koppen zijn 7 Bergen. Auf denen die Frau sitzt. Waarop de vrouw zit. Nochmal zum dritten Mal, dass die Frau sitzt obendrauf. Noch eens een keer om te zeggen dat de vrouw op het beest zit. Und es sind 7 Könige. En dat zijn 7 Koningen. 5 sind gefallen. 7 zijn gevallen. Einer ist da. 1 is er nog. Der andere ist noch nicht gekommen. Der andere ist noch nicht gekommen. Wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Und dann steht es noch von dem Tier, das gewesen ist. En dan staat er nog over het dier dat het beest dat geweest is. Und jetzt nicht ist. En nu niet is. Das ist der achte. Das ist das achte. Und ist einer von den 7. En is één van de 7. Und fährt in die Verdammnis. En die gaat in de verdoemenis. So, es sind eigentlich nur 7. Dus es zijn eigenlijk maar 7. Aber einer von den 7 taucht noch einmal auf zur Weltmacht am Ende. Maar één van de 7 komt nog eens een keer terug als eindmacht in de als 7e, als 8e. Als 8e komt hij nog eens een keer weer terug. Ja. Und die Frau ist dieselbe. En de vrouw is dezelfde. Die sitzt drauf. Die in zit der Sequenz. Die zit daarop in die volgorde. Die falsche Religion, Religion, die die Politik dominiert. De valse religie die de politiek domineert. Spielt keine Rolle, ob der erste Kopf dran ist oder der zweite oder der dritte. Het maakt geen verschil of de eerste kop aan de beurt is, of de tweede, of de derde, of de vierde. Immer wenn ein neuer Kopf zur Macht gelangt. Steeds als er een nieuwe kop aan de macht komt. Tut die Frau es kontrollieren. Controleert die vrouw het. Dasselbe Symbol. Der Prinz dieser Welt. Hetzelfde symbool als prins van deze wereld. Gestern haben wir gesehen, der Engelsprinz von Persien. Gisteren zagen we de Engelenprins van Perzië. Der Engelsprinz von Griechenland. De Engelenprins van Griekenland. Der Engelsprinz von Rom. De Engelenprins van Rome. Als Jesus kam, sagte er, ist der Prinz dieser Welt. Waarvan Jezus zei, hij is de prins van deze wereld. So der Teufel passt sich an wie ein Chamäleon. Dus de duivel past zich aan als een chameleon. Ihm spielt es keine Rolle, welche Weltmacht momentan dran ist. Für ihn ist es nicht von Belang, welche Weltmacht auf dem Moment kontrolliert. Ihm geht es darum, das nun zu kontrollieren. Es geht ihm nur darum, das zu kontrollieren, zu beherrschen. Und leider, wenn er es kontrolliert, dann immer über die Verbindung Kirche und Staat. Und helaas, wanneer hij dat wil, gaat het altijd om de verbinding tussen kerk en staat. Offenbarung 17 ist die Geschichte der Sequenz. Der Verbindung von Kirche und Staat. Openbaring 17 geht über die Geschichte von der Verbindung zwischen Kirche und Staat. Daniel 2 war die Sequenz mit dem Fokus auf die götzenanbeterische Geschichte. Daniel 2 war die Folge mit dem Fokus auf die Afgodenanbetungsgeschiedenis. In Offenbarung 7 mit den 7 mit den 4 Tieren war der Fokus auf der kriegerischen Geschichte. In Daniel 7. Dus in Daniel 7 ging het meer om de oorlogsgeschiedenis en de volgorde daarvan. Und jetzt in Offenbarung 17 ist der Fokus auf die Vereinigung von Kirche und Staat in dieser Sequenz. En in Daniel 17 ligt de focus eigenlijk op de volgorde van de verbinding tussen kerk en staat. Weil das ist das große Openbaring 17. Übel. En dat is het grote, ja, übel, verkeerde dingen, verkeerde. Ja. Waarom? Waarom? Weil in jedem einzelnen dieser Königreiche. Omdat in elk van deze koninkrijken. Immer die Kinder Gottes unter Verfolgung gekommen sind. Omdat in elk van die koninkrijken de kinderen van God vervolgd werden. Weil Kirche und Staat sich zusammengetan haben. Omdat de kerk en de staat samen gingen. Deswegen schreibt es im Vers 5. Daarom staat er in Vers 5. Offenbarung 17, Vers 5. Openbaring 15, Vers 5. Auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimnis. Das große Babylon. Het grote Babylon. Das ist ein
ganz großes Konzept. Ein heel groot concept. Die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. De moeder van de hoeren en van alle gruwelen op aarde. So in diesem Vers finden wir zweimal ausgedrückt, dass die Sequenz mit Babylon beginnt. Dus in dit vers finden wir zweimal uitgedrukt dat de volgorde begint met Babylon. Babylon auf ihrer Stirn. Babylon op het voorhoofd. Und Babylon die Mutter. En Babylon de moeder. So die Sequenz startet mit Babylon. Dus de volgorde begint met Babylon. So wie in Daniel 2 und Daniel 7. Net zoals in Daniel 2 en in Daniel 7. Der Kopf aus Eisen. Der Kopf aus Gold. Het hoofd, het hoofd uit goud, Babylon. Der Löwe, der aus dem Wasser kommt. De leeuw die uit het water komt. Der Löwe, das majestätische, das erste Tier. Das majestätische Tier, das erste Tier. So dass die Sequenz beginnt immer mit Babylon. Dus de volgorde begint steeds maar weer met Babylon. Gott hat es so entschieden. God heeft het zo besloten. Und nun finden wir, dass jedes Mal in dieser Sequenz der Königreiche die Geschichte sich wiederholt. En nu zien we eigenlijk steeds maar weer dat deze volgorde zich steeds maar weer herhaalt in de Bijbel. Wir sehen auf dem Bild, in Babylon hat Nebukadnezar ein Religionsgesetz rausgebracht. Wir sehen hier auf dem Plaatje, dass Nebukadnezar ein Godsdienstwet heeft uitgevaardigd. Verbindung von Kirche und Staat. Verbinding van kerk en staat. Verlust der Freiheit. Verlies van vrijheid. Verfolgung. Vervolging. Wer das Standbild nicht anbetet. Wie dat standbeeld niet aanbidt. Muss in den Feuerofen. Gaat in de oven. Dann gehen wir zu Medo-Persien. Dan gaan we naar Medo-Persien. Der zweite in der Sequenz. Der zweite in die Vorhorde. König Darius hat ein Religionsgesetz rausgebracht. Koning Darius heeft een godsdienstwet uitgevaardigd. Alle müssen den König anbeten 30 Tage lang. Iedereen moet de koning aanbidden 30 dagen lang. Sonst geht's in die Löwengrube. Anders ga je in de leeuwenkuil. Verlust der Freiheit. Verlies van vrijheid. Vereinigung von Kirche und Vereinigung Staat. Vereinigung von Kerk en Staat. Verfolgung. Verfolging. Der Kinder Gottes. Van de kinderen van God. Die doch nur die 10 Gebote halten wollen. Die alleen maar de 10 geboden willen houden. Und aber Gott ist gut und er greift immer wieder ein. Maar God is goed en hij grijpt steeds maar weer in. Und er hat die 3 Jugendlichen gerettet im Feuerofen. En hij heeft de 3 jeugdigen gered in de oven. Und er hat auch den Daniel gerettet vor den Löwen. En hij heeft ook Daniel gered uit de oven van de leeuw. Van de leeuw, sorry. Und dann kam Griechenland. En toen kwam Griekenland. Griechenland war ein viel liberaleres System. Griekenland was veel liberaler. Hatte ganz gute Beziehungen zu Israel. Had hele goede betrekkingen en relaties met Israël. Relativ Freundschaft sogar. Ja, relativ doch vriendschappelijk. Aber dann kam ein König in der Geschichte von Griechenland. Maar dan kwam er één koning in de geschiedenis van Griekenland. Der Antiochos Epiphanes. Antiochus Epiphanes. Und der hat Kirche und Staat vereint. En die heeft kerk en staat verenigd. Religionsgesetze rausgebracht. Godsdienstwetten uitgevaardigd. Und das Volk Gottes kam wieder unter Verfolgung. En het volk van God kwam weer onder de vervolging. Also es geht um das Prinzip der Vereinigung von Kirche und Staat. Dus het gaat eigenlijk om de principe van de vereniging van kerk en staat. Was eine reine Frau zu einer apokalyptischen Hure macht. Dat een reine vrouw tot een apocalyptische hoer maakt. Und dann kam Rom. En toen kwam Rome. Und Rom, wir kennen das Beispiel von Jesus. In Rome, wir kennen das Vorbild von Jesus. Jesus hat gesagt, Trennung von Kirche und Staat. Jesus sei, Scheiding von Kirche und Staat. Und die Führer vom jüdischen Religion wollten Jesus kreuzigen. En de leiders van de Israël wilden Jesus kruisigen. Aber sie konnten es nicht, sie hatten nicht die Autorität. Maar ze konden het niet, want ze hadden niet de autoriteit. Deswegen sind sie gegangen zu den Führern der politischen Macht von Rom. Darum gingen sie naar de politische machthebbers in Rome. Pontius Pilatus, Herodes. Pontius Pilatus en Herodes. Dann hat sich Religion und Staat zusammengetan. En toen gingen Religie en Staat samen. Politik und Religion kamen zusammen. Politik en Religie kwamen samen. Und Jesus wurde gekreuzigt. En Jesus werd gekruisigd. Und dasselbe finden wir auch in der Geschichte vom kleinen Horn, von der zweiten Phase von Rom. En hetzelfde sehen wir dus eigentlich mit der Geschichte von der kleinen Horn, der zweite Phase von Rom. Das christliche, päpstliche Rom. Het christelijke, pauselijke Rome. Über Jahrhunderte hinweg
wurden Religionsgesetze rausgebracht. Eeuwenlang werden Godsdienstwetten uitgevaardigd. Und alle, die sich nicht gebeugt haben, dem System, und iedereen die sich nicht wilden buigen vor het systeem, wurden verfolgt. Werden vervolgd. Verlust der Freiheit. Verlies van de vrijheid. Ein aufs andere Mal. De ene na de andere. Und dieses Problem geht sogar noch in die Zukunft bis zum Ende, bis Jesus kommt. En dit systeem gaat eigenlijk helemaal door tot aan Jezus komt in de toekomst. Und es geht auch noch weiter in die Vergangenheit. En het gaat nog verder terug in het verleden. Ich möchte euch kurz hier zeigen in Offenbarung Kapitel 18. En ik wil u kort nog even opwijzen, Openbaring 18. Da steht. Da staat. Im Vers 24. In Vers 24 staat. Es geht hier um Babylon, wenn ihr das Kapitel lest. Het gaat hier om Babylon, als je dat hoofdstuk zo leest. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden. En het bloed van de profeten en heiligen is in haar gevonden. Und das Blut aller derer die auf Erden umgebracht werden. En van allen die geslacht zijn op de aarde. In Babylon. In Babylon. So, das ist das große Konzept. Dus dat is het grote beeld. Also es gibt drei Formen von Babylon. Dus er zijn drie vormen van Babylon. Babylon damals der goldene Haupt. Babylon destijds het gouden hoofd. Das Reich, wo der Nebukadnezar gelebt hat und regiert hat. Het Rijk van Nebukadnezar. Dann sehen wir Babylon in der Symbolik von der ganzen Sequenz. Dann sehen wir Babylon in der Symbolik von der hele Volgorde. Auf der Stirn von der Frau. Op het voorhoofd van de vrouw. Die alle sieben Häupter regiert. Die alle sieben Hoofden regiert. Und jetzt sehen wir, dass Babylon ein Konzept ist, das sogar noch viel größer ist. Und dann sehen wir, dass Babylon ein Konzept ist, das selbst noch viel größer ist. Denn das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind, want het bloed van alle mensen die op de aarde zijn geslacht of op de aarde zijn omgekomen, sind in Babylon gefunden. Zijn in Babylon gevonden. Und wer war der allererste, der gestorben ist, der sein Blut vergossen wurde in der Geschichte? Wie was de allereerste waarvan zijn bloed vergoten werd in de geschiedenis? Abel. Abel. Weil Kain hat ihn umgebracht. Omdat Kain hem had omgebracht. Weil Kain hat sich schon geistlich gestellt auf die Seite von Babylon. Omdat Kain zich al geestelijk had gesteld aan de kant van Babylon. Verlust der Freiheit. Verlies van de vrijheid. Geistlich, symbolisch hat er sich gestellt auf die falsche Seite. Geestelijk en symbolisch heeft hij zich aan de verkeerde kant gesteld. Der andere muss so anbeten wie ich oder ich bringe ihn um. Der andere muss so anbeten zoals ik, anders dood ik hem. Die falsche Religion. De valse religie. Und das also über die ganze Geschichte hinweg. En zo gaat het dus over de hele geschiedenis. Nun werden wir sehen in Offenbarung 12. En nu gaan we zien in Openbaring 12, dass die Sequenz vom Tier mit den sieben Häuptern und den zehn Hörnern, dat de volgorde van de beest met de zeven hoofden, koppen en de tien horens, dreimal auftaucht. Driemaal opduikt in de Bijbel, in Openbaring. In Offenbarung. Das erste Mal in Offenbarung 12. Het eerste keer in Openbaring 12. Vers 3. Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und er verscheen ein anderes Zeichen in der Hemel. Und siehe, ein großer roter Drache. Und siehe, ein großer vuurroter Draak. Der hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Mit sieben Koppen und zehn Horens. Und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und auf seinen Koppen sieben Diademen, Kronen, sagt er. Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Und sein Staart fegte ein derde Teil von den Sternen von der Hemel weg. Und warf sie auf die Erde. En wierp hen op de aarde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren. Damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fresse. Om haar kind te verslinden zodra zij gebaard zou hebben. Hier sehen wir also die reine Frau. Hier sehen wir dus de reine Frau. Die wahre Religion. De ware Godsdienst. Die Kinder Gottes, die Gott treu geblieben sind. De kinderen van God die God trouw zijn gebleven. In der wahren Anbetung. In de ware aanbidding. Mit der Sonne bekleidet. Mit der Sonne bekleed. Mit dem Mond unter den Füßen. Mit der Mond unter der Maan unter de voeten. Mit den Sternen auf dem Kopf. Mit der Ster op het hoofd. Und
Ein großer Drache taucht auf mit den 7 Häuptern. En dan komt een grote draak met de 7 koppen. Und er will das Kind fressen. En hij wil dat kind opeten. Sobald es geboren ist. Zodra het geboren wordt. Ja, die Frau war schwanger, damals das Volk Israel, Jesus würde geboren werden. Ja, das Volk war schwanger, denn Jesus sou geboren worden. Und Rom hat den Herodes genutzt, der Teufel hat den Herodes genutzt. Der Teufel von Rom hat Herodes gebraucht. Um Jesus zu zerstören seit seiner Geburt. Um Jesus zu vernietigen tijdens seiner Geburt. Der Kindermord. Der Kindermord. Aber Gott hat eingegriffen und der Engel kam und sie sind geflüchtet nach Ägypten. Maar Gott heeft ingegrepen en ze zijn gevlucht naar Egypte. Welches Königreich war an der Macht und wollte Jesus auffressen und zerstören? Welk Königreich was an der Macht und wollte Jesus opfreten? Das Nummer 4, das vierte. 4. So als dieser Drachen mit seinen 7 Köpfen kam. Dus toen deze draak met zijn 7 koppen kwam. Wel in Offenbarung 12. Welcher Kopf war gerade aktuell? Welk hoofd was op dat moment actueel in Offenbarung 12? Op dat moment. Der vierte Kopf. De vierde. Babylon, Medo-Persien, Griechenland waren schon gefallen. Babylon, Medo-Persien en Griekenland waren al gevallen. Die ersten 3 Köpfe waren gefallen. Die eerste 3 koppen waren al weg. In dem Moment war der vierte Kopf an der Macht. Op dat moment was de vierde kop of vierde hoofd aan de macht. Rom in der heidnischen Phase. Rome in de heidense fase. Als Imperium. Imperium. Sehr spannend. Sehr spannend. Und wichtig. En belangrijk. Und hier steht, sie gebar einen Sohn im Vers 5. En in Vers 5 staat, zij baar een zoon. Ein Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab. Een knaap die alle volken zal hoeden met een ijzeren staf. Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. En het kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Das ist 33 Jahre später, als Jesus dann von einem anderen Herodes umgebracht wurde am Kreuz. Dat is 33 jaar later, toen Jezus door een andere Herodes werd gedood aan het kruis. Aber das, was für Rom wie ein Verlust aussah, also maar dat wat voor Rome als een verlies uitzag, war ein großer Gewinn für uns alle. Was een groot winst voor ons allemaal. Denn die Drachenmacht wurde eigentlich am Kreuz gebrochen. Want de drakenmacht werd eigenlijk aan het kruis gebroken. So, der wichtige Punkt ist in Offenbarung 12, die Macht, die gerade an der Macht ist, ist der vierte. Dus de belangrijke voor ons is dat de macht die op dat moment aan de macht is, is de vierde macht. In Offenbarung 17. In Openbaring 17. Welche is aan de macht? Wie is daar aan de macht? In dem moment wo die profetie gegeben wird. Op het moment dat de profetie wordt gegeven. Der sechste. De zesde. Weil es steht ja im Vers 10. Omdat er in vers 5 10 sind gefallen. In vers 10 staat. 5 zijn gevallen en 1 is er. Zo, in Offenbarung 12 war der vierte Kopf an der Macht. Dus in Openbaring 12 was de vierde aan de macht. In Offenbarung 17. In Openbaring 17. Is de sechste aan de macht. Is de zesde aan de macht. Als die Vision gegeben wird. Wanneer dit Vision wordt gegeven. Und jetzt gehen wir zu Offenbarung 13. En nu gaan we naar Openbaring 13. Wo diese Vision von den 7 Häuptern zum zweiten Mal auftaucht. Waar dit visioen van de 7 koppen voor de tweede keer opduikt. En hier staat folgendermaßen ausgedrückt, Offenbarung 13, Vers 1. En hier staat Openbaring 13, Vers 1. En ik zag een Tier aus dem Meer steigen. En ik zag een zee, uit de zee een beest opkomen. Dat hatte 10 Hörner en 7 Häupter auf sein. Und 7 Häupter. Dat 7 koppen had en 10 Horens. En op zijn Hörnern 10 Kronen en op zijn Häuptern lästerliche Namen. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. Das Tier, das ich sah, het beest dat ik zag, war gleich einem Panther, leek op een luipaard. Zijn füße wie Bärenfüße. En zijn poten waren als die van een beer. Und seine Rachen wie ein Löwenrachen. En zijn muil, even kijken. Zijn Rachen wie ein Löwenrachen. Zijn muil was als de muil van een leeuw.
Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und seine große Macht. So hier finden wir jetzt. Das hier finden wir nun. Die Vereinigung zwischen Offenbarung 13 und Daniel Kapitel 7. Hier finden wir dus die Vereinigung, zusammengefasst Offenbarung 13 und Daniel Hauptstück 7. Weil in Daniel 7 kamen auch die Tiere alle aus dem Meer. Omdat in Daniel 7 auch alle Beesten aus dem Wasser kamen, aus der See kamen. Also verbindet uns Gott mental Offenbarung 13 zu Offenbarung zu Daniel 7. Dus verbindt uns mental eigentlich Daniel 7 mit Offenbarung 13. Und dann verbindet es uns sogar noch mehr, weil hier die gleichen Tiere beschrieben werden wie in Daniel 7. Und verbindet uns noch mehr, weil hier werden dieselbe Tiere beschrieben als in Daniel 7. Der Panther, der Bär, der Löwe. Het luipaard, der Bär und der Leeuw. Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Aber erinnert euch, wer das vierte Tier war in Daniel 7? Aber erinnert ihr sich noch, wie das vierte Tier war von Daniel 7? Das war doch das Schreckliche und Furchtbare. Das war das Verschreckliche und Abschreckweckende. Mit den die eisernen Beinen. Mit den eisernen Beinen. Das war doch Rom. Das war Rome. Rom, das heidnische Rom. Rome, das heidnische Rom. Mit den Kaisern. Mit den Kaisers. Wo Jesus gekommen ist und gelebt hat und gestorben und auferstanden ist. Weil Jesus gelebt hat, gestorben ist und aufgestanden ist. Und der Daniel hatte ja noch keinen Namen dafür gefunden. Und Daniel hatte noch keinen Namen für gefunden. Einfach nur Schreckliches, Furchtbares. Allein mal schrecklich und abschreckweckend. Aber gestern haben wir gesehen, dass in Offenbarung 12 die Macht, die sich vor Jesus stellt, um das Kind zu fressen. Maar gisteren zagen we dat de macht die zich stelt voor die Frau, voor de vrouw, um das Kind zu fressen, om dat kind op te eten, den Herrn Jesus, wird genannt der Drache. Die wird der Drache genannt. So Johannes hat einen Namen gefunden für die vierte Macht. En Johannes hat einen Drache gefunden für die vierte Macht. Der Drache. Der Drache. Deswegen haben wir gerade gesehen in Offenbarung 12. Daarom zagen we net in Openbaring 12, dass das vierte Haupt an der Macht war. Dass das vierte Haupt an der Macht war. Der Drache. Der Drache. Der schreckliche und furchtbare. Der schreckliche und abschreckweckende. Und jetzt in Offenbarung 13. Und nu in Offenbarung 13. Tut es uns mental bringen zu Daniel 7. Gaat het helemaal terug, mentaal gezien, naar Daniel 7. Und spricht von einem Tier. En daar wordt gesproken van een beest. Und dieses Tier ist so wie ein Panther und wie ein Bär. Und wie ein Löwe. Und dit Tier ist als ein Luipaard, als ein Bär und als ein Leeuw. Aber maar, wer gibt ihm seine Kraft, seinen Thron und seine große Macht? Maar wie geeft hem zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht? Der Drache. Der Drache. Wer ist der Drache? Wie ist der Drache? Satan. Satan. Aber auch. Aber maar ook. In Offenbarung 12. In Openbaring 12. Rom. Rome. Das römische heidnische Imperium. Het Romeinse heidense Imperium. Hier sehen wir den Übergang. Hier sehen wir den Übergang vom eisernen Beinen. Von den eisernen Beinen zu den Füßen, wo die zehn Zehen sind und der Ton hinzukommt. War eigentlich der Übergang von den eisernen Beinen nach den Füßen, het Lehm nach binnen kommt. Hier sehen wir den Übergang beim vierten Tier, hier dem schrecklichen, Aufgang von vierte Tier, das Schreckliche, mit den zehn Hörnern, mit den zehn Horns, wo das kleine Horn rauskommt, war ein kleiner Horn herauskommt von Daniel 7. Weil hier sehen wir, dass der Drache seine Macht, Autorität und Thron weiterreicht. Want hier sehen wir, dass der Drache seine Kraft und Macht weitergeht. Der vierte übergibt seine Macht dem Fünften. De vierde geeft zijn macht over aan de vijfde. Das heidnische Rom van de Caesaren. Het heidnische Rome van de keizers. Geht über zum christlichen päpstlichen Rom. Gaat over op het christelijke pauselijke Rome. Die Hauptstadt wird von Rom nach Konstantinopel verändert. De hoofdstad gaat van Rome naar Konstantinopel. Und der Thron in Rom, wo über Jahrhunderte der Kaiser gesessen ist. En de troon in Rome waar eeuwenlang de keizer op de troon heeft gezeten. Die Macht. De Macht. Da setzt sich jetzt der Bischof von Rom drauf. Daar komt op diezelfde troon komt de bischop van Rome. Wir haben gestern gesehen,
Die 10 Barbarenstämme fallen ein. We zagen gisteren dat de 10 barbarenstammen invielen. Rome fällt. Rome valt. 476. 476. Und na Christus. Die 10 Hörner. En de 10 horens. 3 werden ausgerissen. 3 worden uitgerukt. Und die anderen 7. En de andere 7. Bekehren sich alle zum Bischof von Rom. Bekehren sich allemaal tot de Bischof van Rome. Und werden römisch-katholisch. En worden rooms-katholiek. Und so wurde Europa weiterhin, blieb weiterhin römisch. En so werd Europa steeds, nog steeds rooms-katholiek. Eisen geht weiter. Het ijzer gaat verder. Von den Beinen bis in die Füße, bis in die Zehen, bis zum Ende. Van de benen in de voeten, met het leem, tot aan het einde. Was hinzukommt, ist das neue Element. Wat nu bijkomt, is het nieuwe element. Es geht über vom Heidnischen zum Christlichen. Het gaat over van het Heidense naar het Christelijke. Jetzt nicht mehr die Kaiser, jetzt die Päpste. Niet meer de Kaisers, maar de Pause. So, hier sehen wir also in Offenbarung 13. Dus hier zien we in Openbaring 13. Den Übergang vom 4. zum 5. De overgang van de 4. naar de 5. Und der 5. in Daniel Kapitel 7. En de 5. in Daniel hoofdstuk 7. War die zweite Phase von Rom. Was de tweede fase van Rome. Das päpstliche Rom. Het pauselijke Rome. Kleine Horn. Kleine Horn. Nach dem historischen Übergang der 10 Hörner. Na de historische overgang van de 10 horens. Und jetzt wird's ja ganz spannend. En nu wordt het spannend. Weil hier in Offenbarung 13 werden dieselben Symbole verwendet. Want für hier dieses Tier. Openbaring 13 worden dezelfde symbolen gebruikt voor dit dier. Von dieser fünften Macht, von diesem fünften Kopf. Van deze vijfde macht, van dit vijfde hoofd. Dieselben Symbole wie in Daniel 7 für das kleine Horn. Dezelfde symbolen voor Daniel 7, de kleine hoorn. So wissen wir, es geht um dasselbe. Dus wij weten dat het gaat om hetzelfde. Deswegen macht, sind es auch dieselben Symbole, damit wir den mentalen Übergang haben. Mental? Den mentalen Übergang. Also, daar hebben we gebruik dezelfde symbolen, waardoor we de mentale, dezelfde overgang hebben. Lasst euren Finger in Offenbarung 13. Blijf even bij Openbaring 13. Und öffnet Daniel 7. En ga even naar Daniel 7. Wir vergleichen ganz schnell 3 Verse. We vergelijken heel snel 3 versen. In Offenbarung 13, Vers 5. In Openbaring 13, Vers 5. Da steht, und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden große Dinge und Lästerungen. En het werd hem een mond gegeven om grote woorden te spreken en godslasteringen. Lästerungen. Genauso im Vers 6. Und es tat sein Mund auf zur Lästerung gegen Gott und lästern sein Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Dieselbe finden wir jetzt in Daniel 7, Vers 20. Dezelfde vinden we Daniel 7, Vers 20. Da steht über das kleine Horn. En hier staat over de kleine horen. Und über die 10 Hörner und seinem Haupt, auf seinem Haupt und über das andere Horn, das kleine. En van de 10 horens die op zijn kop zaten en van die andere, de kleine horen. Das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen. Die oprees, waarvoor er 3 afgevallen waren. Das waren die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten. Da waren de Herulen, de Vandalen en de Ostgoten. Und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete. En die hadden ogen en die mond die grote dingen sprak. Und diese Dinge waren Lästerungen. En deze dingen waren lasteringen. So wie es in Vers 25 steht. Net zoals het staat in Vers 25. Er wird den höchsten lästern. Hij zal de hoogste lasteren. So, hier sehen wir die erste Charakteristik, die sich wiederholt, Offenbarung 13, Daniel 7. En hier zien we dus de karakteristieken die zich herhalen in Openbaring 13 en Daniel 7. Jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 13. We gaan nu terug naar Openbaring 13. Im Vers 7. In Vers 7. Eine zweite Charakteristik. Een tweede karakteristiek, kenmerk. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. Dasselbe finden wir in Daniel 7, das kleine Horn. Hetzelfde zien we in Daniel 7, de kleine hoorn. Hier im Vers 21. Hier in Vers 21.
bis der kam, der uralt war. Vers 21. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie. Und ich sah de Horn streiten über die Heiligen und es kreeg de Overhand über hen. Overwinning. Das sehen wir auch hier. Das sehen wir auch hier auf dem Bild. In Vers 25. In Vers 25. Es würde den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Hij zal de Heiligen van de Allerhoogste te gronden richten. Und jetzt gehen wir zur dritten Charakteristik. En nu gaan we naar de derde kenmerk. Die auch dieselbe ist in Offenbarung 13 und Daniel 7. En die ook hetzelfde is in Openbaring 13 en Daniel 7. Offenbarung 13, Vers 5. Openbaring 13, Vers 5. Da steht. Das staat. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. En het werd hem een mond gegeven. En om grote woorden te spreken, godslasteringen, en er werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. So diese Macht erhält eine prophetische Zeitspanne. Dus deze macht die krijgt dus een profetisch tijdperk. 42 Monate. 42 maanden. Und dasselbe finden wir in Daniel 7. En hetzelfde vinden we dus in Daniel 7. Vers 25. Vers 25. Das steht. Das staat. Am Ende. Aan het eind. Sie werden in seine Hand gegeben werden. Ze zullen in zijn hand worden overgegeven. Hier geht es um die Heiligen des Höchsten. Hier gaat het om de Heiligen van de Allerhoogste. Die von dieser Macht vernichtet werden. Die door deze Macht vernietigd worden. Und zwar eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Voor een tijd, tijden en een halve tijd. Das ist die historische Zeitspanne, die Rom in der zweiten Phase hatte. Dat is de historische tijdspanne eigenlijk, de periode die Rome in de tweede fase had. Die 1260 jaren. De 1260 jaren. 42 Monate, jetzt machen wir ein bisschen Mathematik. 42 maanden, nu gaan we wat rekenen. Wer is goed im Kopf rechnen? Wie is goed in het rekenen uit het hoofd? Sonst könnt ihr auch euren Taschenrechner aus dem Handy benutzen. Anders könnt ihr ook uw rekenmachine gebruiken. 42 Monate. Ein Monat, wie viele Tage hat ein 42 Monat? Maanden, ein Maand ist hoeveel Tage? Gemäß dem biblischen Volgens Kalender. Volgens dem biblischen Kalender? 30 Tage. 30 Tage. So 42 mal 30. Dus hoeveel ist 42 mal 30? 1260. 1260. Aber in Daniel 7, Vers 25, da stand ja eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Maar in Daniel 7 stond Zeit, Tijden en een halve Tijd. So in der Bibel ist eine Zeit ein Jahr. Dus in de Bijbel is één tijd één jaar. Zwei Zeiten zwei Jahre. Twee tijden twee jaren. Halbe Zeit halbes Jahr. Halve tijd half jaar. So ein Jahr hat 360 Tage. Dus één jaar heeft 360 dagen. Zwei Jahre 720. Twee jaren 720. Und ein halbes Jahr 180. En een half jaar 180. So wenn wir zusammenrechnen. Als je dat allemaal optelt. 360 plus 720 plus 180. 360 plus 720 plus 180. Kommen die 1260 raus. Komen we weer terug op 1260 jaar. Gott arbeitet mit Synonymen. God werkt met synoniemen. Spielt keine Rolle, ob du sagst 42 Monate. Het maakt niet uit of je zegt 42 maanden. Oder 1260 Tage. Of 1260 dagen. Oder eine Zeit, zwei Zeit, eine halbe Zeit. Of een tijd, halve tijden, twee tijden, of tijden en een halve tijd. Dasselbe, wenn Gott zum Beispiel die Namen gibt in Offenbarung 12, Vers 9 über den Teufel. Hetzelfde geldt eigenlijk als God de namen geeft in Openbaring 12, Vers 9 over de duivel. Da finden wir zum Beispiel vier Synonyme in einem einzigen Vers. Da finden wir vier Synonymen in één Vers. Da steht zum Beispiel. In Openbaring 12, Vers 9. Vers 9 staat bijvoorbeeld. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache. En de grote draak werd neergeworpen. Die alte Schlange. De oude slang. Die heißt Teufel. Die de duivel heet. Und Satan. En Satan. Und das finden wir in vielen Beispielen in der Bibel, dass Gott verschiedene Synonyme verwendet für eine gleiche Sache. Dus so sehen wir in der Bibel heel vaak eigentlich, dass Gott verschillende Synonyme gebruikt für dieselbe Sache. Zum Beispiel in Offenbarung 17. Bijvoorbeeld in Openbaring 17. Die siebener Sequenz.
Die Sequenz der sieben. De volgorde van de zeven. Dat staat in Openbaring 17, vers 9. In Openbaring 17, vers 9 staat. Die sieben Häupter sind sieben Berge. De zeven hoofden zijn zeven bergen. En het zijn sieben Könige. En het zijn zeven koningen. Und im Vers 11 sehen wir, dass es auch sieben Tiere sind. In Vers 11 sehen wir auch, dass es sieben Tiere sind. Weil da steht, das Tier, das du gesehen hast, ist einer von den sieben und wird zum achten. Weil das Tier, das du gesehen hast, ist ein von den sieben und wird zum achten. So, Häupter, Könige. Das Hoofden, Koppen, Koningen. Könige. Tiere. Dieren. Synonyme für dasselbe. Sind Synonyme für dasselbe. Und jetzt finden wir, dass diese Macht aus Offenbarung 13, dus nu zien we dat deze macht in Openbaring 13, der fünfte, das kleine Horn, die zweite Phase von Rom, de tweede fase van Rome, eine prophetische Zeitspanne bekommen hat. Een prophetisch tijdperk heeft gekregen. 1260 Jahre. 1260 Jahre. In denen er verfolgt hat die Heiligen. Waar hij de heiligen vervolgd heeft. Dat begon im Jahr 538. Dat begon in het jaar 538. En ging zum Jahr 1798. En ging door tot het jaar 1798. We kunnen ons vragen waarom het 538 begonnen. We kunnen ons afvragen waarom is het dat in het jaar 538 begonnen. Weil in Daniel 7 steht, omdat in Daniel 7 staat, dass diese Macht drei Hörner ausreißt. Und dat deze macht drie horens uitdrukt. Drei Könige zu Fall bringt. Drie koningen ten val brengt. Das waren die drei Arianerstämme, Barbaren. Dat waren de drie Arianse stammen, de barbaren, die in Opposition waren zum Bischof von Rom. Die tegenover de bisschop van Rome stonden. En die waren genau in dem Territorium van Italië. En die waren precies in het territorium van Italië. En im Norden van Afrika. En in het noorden van Afrika. Genau gegenüber van Italië. Precies tegenover Italië. So, die moesten vernichtet werden. Dus die moesten vernietigd worden. Damit der Bischof von Rom zur Macht kommen kann. Zodat de bisschop van Rome zijn macht kon gaan uitoefenen. So, die Heruler wurden zerstört und die Vandalen wurden zerstört. De Herulen werden vernietigd en de Vandalen. En schlussendlich die Ostgoten. En ook de Ostgoten. En die Ostgoten worden entscheidend geschlagen im Jahr 538. Uiteindelijk werden de Ostgoten verslagen, uiteindelijk in het jaar 538. Der dritte wurde ausgerissen. De derde wordt uitgerukt. En jetzt begann die päpstliche Vorherrschaft. En nu begon de pauselijke regering. Deswegen beginnen die 1260 Jahre da. Daarom beginnen de 1260 jaren daar. Ab dem Moment, wo er die Autorität hat und die Kontrolle und den Thron. Vanaf het moment dat hij de autoriteit heeft en de controle en de troon. Om zu verfolgen. Om te vervolgen. Om Gesetze zu erlassen. Om wetten uit te vaardigen. Das ist, was geschah. Dat is wat er gebeurde. 1260 jaren brengen ons van 538. Bis 1798. 1260 Jahre bringen uns von 538 tot 1798. Was geschah 1798? Was gebeurde er in 1798? Kommt mit mir zur Offenbarung 13. Wir gehen nach Offenbarung 13. Und hier steht, dass ja dieses Tier sieben Köpfe hatte. Und hier steht, dass dieses Dierbeest sieben Koppen hat. Vers 3. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und ich sah ein von seinen Koppen als dodelijk gewond. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und sein dodelijke wond werd genezen. Die ganze Welt wunderte sich über ihn. Und die hele aarde ging mit dem Beest mit Verwunderung achterna. Interessant. Von den sieben Köpfen gibt es einen, der tödlich verwundet wurde. Von den sieben Koppen war er ein, die dodelijk werd gewond. Aber wieder heil wird. Maar weer opnieuw zou genezen. Und die ganze Welt verwundert sich über diese Macht. En de hele wereld verwundert zich over deze macht. Das ist die Macht, wo in Offenbarung 17 ausgedrückt wird. Dat is de macht waar wat uitgedrukt wordt in Openbaring 17. Im Vers 11. In Vers 11. Wo steht? En in Vers 11 staat. Und das Tier, das gewesen ist. En het beest dat was. Das war ja ein Haupt. Dat was een hoofd. Aber es hatte ja eine tödliche Wunde erhalten. Maar het had ja een dodelijke wond. Und jetzt nicht ist. Und er nu niet is. Es ist nicht, während es verwundet ist. Nicht
omdat hij verwond is. Weil seine Wunde muss erst wieder heilen. Omdat zijn hij is niet om dat zijn wond eerst moet genezen. Um sich wieder auf den Thron der Welt zu setzen. Om zich weer op de troon van de wereld te zetten. Da steht also das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist. Het dier dat geweest is en nu niet is. Das ist der achte. Dat is de achtste. Und ist einer von den sieben. En hij is één van de zeven. Aber er fährt in die Verdammnis. Maar hij gaat tot verdoemenis. So, hier wird dargestellt, der Kopf, der verwundet wurde. Dus hier wordt voorgesteld, de kop die verwond werd. Seine Macht verliert. Zijn macht verliest. Aber später wieder zur Macht zurückkehrt. Maar later weer aan de macht terugkomt. Als der achte. Als de achtste. Es war einer von den sieben. En het was één van de zeven. Die ganze Welt wundert sich. Dus de hele wereld verwondert zich. Macht wieder zurückkehrt zur Welt. Deze macht weer helemaal terugkomt tot de wereldmacht. Schaut hier, das war der Moment, als diese Macht die tödliche Wunde erhielt, 1798. Kijk, hier waar de paus de dodelijke wond kreeg in 1798. Dus der Papst Pius der VI. Wurde nämlich gefangen genommen vom General Berthier. Paus Pius der VI. Werd in 1798 gevangen genomen door General Berthier. Während der Französischen Revolution. Tijdens de Franse Revolutie. Napoleon hat die Französische Revolution gemacht. Napoleon heeft de Franse Revolutie gedaan. Und Napoleon wollte ein Weltreich bilden. En Napoleon wilde een Wereldrijk. Und er wusste, ja, da ist ja schon ein Weltreich, das schon 1260 Jahre lang besteht. En hij wist, ja, dat er een Wereldrijk was, dat al 1260 jaar bestond. So, er wusste, ich muss diese Macht brechen. Dus hij wist, ik moet deze macht breken. Damit ich selber an die Macht komme. Zodat ik zelf aan de macht kom. So sendet er seinen General Berthier. Dus hij stuurt zijn generaal Berthier. Von Frankreich nach Italien. Van Frankrijk naar Italië. Nimmt den Papst Pius den VI. Gefangen. Neemt Paus Pius gevangen. Nimmt ihn nach Frankreich. Neemt hem mee naar Frankrijk. Und da stirbt er im Exil. En daar sterft hij in de exil, in de gevangenis. Die Macht war gebrochen. En de macht was gebroken. Die tödliche Wunde. De dodelijke Wunde. Schaut hier in Offenbarung, Kapitel 13. Kijk hier in Openbaring, hoofdstuk 13. Vers 10. Vers 10. Am Ende der Beschreibung dieser Macht, die 42 Monate hatte. Aan het einde van deze macht, die hij 42 Monate hatte. 42 Maanden had, 260 Dagen. Die 1260 Jahre. Da steht, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Als iemand in Gefängnis voert, die gaat zelf in de gevangenschap. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Als iemand met het zwaard doodt, die moet met het zwaard zelf gedood worden. Okay, Rom hat während der 1260 Jahre die Menschen ins Gefängnis geworfen. Rome hat tijdens die 1260 Jahren de mensen in de gevangenis gegooid. Und jetzt wurde er selber ins Gefängnis geworfen am Ende seiner Zeit. En nu werd hij zelf in de gevangenis gegooid aan het eind van de tijd. Rom hat während seiner 1260 Jahre mit dem Schwert verfolgt und getötet. Rome hat tijdens de 1260 Jahre met het zwaard mensen gedood. Und jetzt gevolgd. Wurde in der Französischen Revolution auch Rom mit dem Schwert getötet. En nu werd ook Rome met het zwaard gedood. Mit der Guillotine. Met de guillotine. Tausende Priester und mussten das Land verlassen und fliehen. Duizenden Priesters mussten het land verlaten en ze vluchten. Viele wurden umgebracht. Velen werden gedood. Die Kirchen wurden geschändet. De kerken werden geschonden. In der Französischen Revolution veränderte sich alles. In de Franse Revolutie veranderde alles. Gegen das totalitäre System. Tegen het totalitaire systeem. Die einzige Religion, die den Franzosen erlaubt gewesen war. De enige religie die voor de Fransen toegelaten werd. Wer war der erste Barbarenstamm, der seine Macht dem Bischof von Rom übergeben hat? Wie was de eerste Barbarenstamm, die de Bischof von Rom zijn macht had gegeven? Die Franken, die Franzosen. De Franken. Unter Chlodwig. Onder Clovis. 508. 508. 30 Jahre bevor 538 losgegangen ist. 30 Jahre voordat 538 begon. Alle die sieben Barbarenstämme, die anderen, die waren ja heidnisch. All die sieben Barbarenstämme waren heidens.
Okay, bis auf die Westgoten, die waren arianisch. Behalve de Westgoten, die waren arians. Aber die wurden, haben sich alle bekehrt zu Rom. Maar die hebben zich allemaal bekeerd. Zum Katholizismus. Tot het katholicisme van Rome. Der erste waren die Franken. De eerste waren de Franken. 508. 508. Und haben alle ihre Militär und ihre Heere zur Verfügung gestellt. En hebben al hun militairen, hun legers ter beschikking gesteld. Dem Bischof van Rome. Aan de Bischof van Rome. Damit alle anderen Barbarenstämme bekehrt werden können Obdat oder zerstört werden können. Alle andere Barbarenstammen zouden kunnen worden bekehrt of vernietigd kunnen worden. Und was geschah dann? Offenbar Daniel Kapitel 12. En wat gebeurt dan in Daniel 12? Spricht es von den 1290 Tagen. En in Daniel 12 gaat het over de 1290 dagen. Wie interessant, 508 bis 1798. Hoe interessant, 508 bis 1798. Tot 1798. Es ist die ganze Zeitspanne, wo Frankreich unterstützt hat Rom. En het is de hele tijdspanne waarin Frankrijk Rome heeft ondersteund. Van 508 tot 1798. 1290. Und wer war die erste Macht, die mit Zorn gegen Rom vorgegangen ist? En wie was de eerste macht die met woede eigenlijk gegaan is tegenover Rome? Frankreich. Frankreich. So die Geschichte von Rom beginnt mit Frankreich und endet hier mit Frankreich. Dus de geschiedenis van Rome begint met Frankrijk. Tödliche Wunde. En eindigt met Frankrijk, met de dodelijke wonde. Sehr spannende Geschichte. Sehr spannend. Nun, in Frankreich wurde die Reformation nicht zugelassen. Nu, in Frankrijk werd de reformatie niet toegelaten. Van de protestanten. Door de reformatie van de protestanten. Ze werden überall brutal zerschlagen. Ze werd overal neergeslagen. So die einzige Religion, die de Franzosen haben durften, war Katholizismus, römischer. Dus de enige religie die de Franken mochten hebben, de Fransen, was het katholicisme, het Rooms katholicisme. Deswegen gingen sie in der französischen Revolution mit allem ihren Zorn gegen die einzige Religion, die sie kennenlernen durften. Daarom gingen ze met al hun woede in 1798 tegen de enige godsdienst die ze hebben leren kennen. Gegen den König und gegen den Papst. Tegen de koning en tegen de paus. Gegen alle diese Machteliten. Tegen al deze machtelites. Das ist geschehen in der französischen Revolution. Dat is gebeurd in de Franse Revolutie. Und aus der französischen Revolution kam dann eine Macht, die hat sich nämlich ausgeweitet, da entstand, man könnte sagen, der Atheismus. Und aus dieser Periode entstand Macht aus dem Katholizismus, der Atheismus. Aus der französischen Revolution kam der Atheismus. Und aus der französischen Revolution kam der Atheismus. Später kam als eine Frucht die russische Revolution. Later kam als eine Frucht die russische Revolution. Und dadurch wurde der Kommunismus und die Sowjetunion. Und daaruit kam der Kommunismus und die Sowjetunion. Mit dem gleichen Gedankengut. Mit demselben Gedankengut. Und gleichzeitig kam eine andere Macht auf. Und tegelijkertijd kam eine andere Macht auf. Und zwar die Vereinigten Staaten von Amerika. En weliswaar de Verenigde Staten van Amerika. In den Revolutionen von Amerika. De Revolution in Amerika. In Amerika. Und dann geschah Folgendes. En toen gebeurde het volgende. Beide Mächte, Amerika wurde zu einer Weltmacht. Amerika wird tot een Wereldmacht. Auch die Sowjetunion wurden zu einer Weltmacht. En ook de Sowjetunie werd een Wereldmacht. Und sie standen dann nach dem Zweiten Weltkrieg im Kalten Krieg. Und in der Tweede Wereldoorlog war sprake von, sonst gegenüber elkaar, in der Koude Oorlog. Ihr wisst ja, die Amerikaner haben besetzt Deutschland bis zu einer bestimmten Stelle. U weet dat de Amerikanen Duitsland hebben bezet tot een bepaalde grens. Und die Russen, die Sowjetunion von der anderen Seite. En de Russen, de Sowjetunie, vanaf de andere kant. Die haben die Mauer gebaut in Berlin. Ze hebben de muur gebouwd in Berlijn. Und dann begann der Kalte Krieg. En toen begon de Koude Oorlog. Wer würde die Supermacht sein in dieser Welt? Wie zou de supermacht zijn in deze wereld? Würde die Sowjetunion, der Kommunismus die Welt übernehmen? Zou de Sowjetunie de wereld overnemen? Oder der Kapitalismus und die USA? Of het kapitalisme of de VS? Das ging dann mehrere Jahrzehnte. Da gingen heel veel decennia overheen. Und immer mehr Atombomben und Atombomben wurden gebaut. Er werden steeds meer atoombommen gebouwd.
Die ganze Welt hatte Angst vor einem Atomkrieg. Die hele Welt war bang vor einem Atomkrieg. Aber was ist dann geschehen? 1989 und 1991. Was geschehen in 1989? Die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Die Sowjetunion ist in elkaar gezakt. 1989 ist die Mauer gefallen. 1989 ist die Mauer gefallen. 1991 die Sowjetunion. Und 1991 die Sowjetunion ist aufgelöst. Und die USA blieb als die einzigste Supermacht in der Welt. Und die USA of the VS blieb over als die einzige Supermacht in der Welt. Und ich kann mich erinnern, ich war ein kleiner Junge. En ik kan me herinneren, ik was een kleine jongen nog. 1989. 1989. We zaten am Fernsehen und haben die Nachrichten geschaut. En we zaten voor de TV en we hebben de beelden gezien, de nieuws gezien. En daar zagen we wie die Mauer umgefallen is. En daar zagen we hoe de muur viel. Und ich kann mich erinnern an meinen Bruder Alberto. En ik kan me herinneren bij mijn broer Alberto. Er hat gesagt, die Prophetie erfüllt sich, die Prophetie erfüllt sich. En hij zei, oh, de profetie vervult zich. Und ich habe gesagt, welche Prophetie? Und ich sage, welche Prophetie? Ich wusste gar nichts. Ich wusste mal nichts. Das war noch bevor ich begonnen habe zu studieren. Das war noch bevor ich begonnen zu studieren. Er hat gesagt, in Offenbarung 13 steht, er sei in Offenbarung 13 steht, dass die letzte Weltmacht auf der Erde die USA sein wird. Dass die letzte Weltmacht die USA soll sein. Nicht die Sowjetunion. Nicht die Sowjetunion. Wir als Adventgemeinde wussten das schon seit Anfang an. Wie? Wir als Adventgemeinde wussten das schon. Wir als Adventisten wissen das all vanaf het begin. Weil seit 160 Jahren wissen wir das schon. Sinds 160 Jahren weten wir das all. Weil Ellen G. White hat Visionen bekommen von Gott und geschrieben. Omdat Ellen White al Visionen hat gekregen en dat geschreven had, dass USA die letzte Weltmacht sein wird. Dass der VS die letzte Weltmacht soll sein. So, wir haben das schon davor gewusst. Dus wij wisten dat al lang van tevoren. In der evangelischen protestantischen Welt, in de evangelische protestantse wereld, haben viele gedacht, dass der Kommunismus das Tier ist. Hebben veel mensen gedacht dat het communisme het dier is. Dass der Kommunismus wird die Welt regieren. Dat het communisme de wereld zou regeren. Sie haben gedacht, damals das Mahlzeichen des Tieres auf ihrer Stirn. Sie dachten, das Merkteken von dem Beest auf ihrem Vorhaupt. Der Fleck auf der Stirn von Gorbatschow. Der Fleck auf dem Vorhaupt von Gorbatschow. Oh, falsche Prophetie. Oh, verkehrte Prophetie. Alles falsche Auslegungen. Verkehrte Auslegungen. Aber wir wussten schon die Wahrheit als Adventgemeinde zuvor. Maar wij wisten de waarheid al als Adventgemeente daarvoor al. In Offenbarung 13. In Openbaring 13. Steht nämlich. Staat namelijk. Wir haben schon gesehen im Vers 10 das Ende vom Tier. In Vers 10 zagen we al het einde van het dier. Dat die tödliche Wunde. Die de dodelijke wonde had. 1798. 1798. Und jetzt im Vers 11. En in Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Ich sah ein zweites Beest aufkommen aus der Erde. Und es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Und es hat zwei Horns als die von einem Lamm. Und redete wie ein Drache. Und sprach als ein Draak. Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte, in der ganzen Prophetie. Für das erste in der hele Geschichte, in der hele Prophetie. Finden wir ein positives Tier? Finden wir ein positives Tier? Ein gutes Tier. Ein gut Tier. Ein friedliches ein Tier. Friedlich Tier. Ein Lamm. Ein Lamm. Davor waren alle Tiere Löwe und Bär und Panther und Drache. Davor waren alle Tiere ein Leo, ein Bär, ein Panther und ein Drak. Die tun alle Blut vergießen und deden allemaal aan bloed vergieten. Um sich an die Macht zu bringen. Om de macht te krijgen. Aber hier wird dargestellt, die USA. Maar hier wordt gezegd, de VS. Als eine Macht, die zur Macht kommt, ohne andere Imperien zu erobern. Die an de Macht kommt, zonder andere Rijken te veroveren. Damals, hier war Babylon und die Medo-Perser haben Babylon erobert. Babylon heeft de Medo-Persie veroverd. Und die Griechen haben die Medo-Perser erobert. De Grieken hebben de Medo-Persie veroverd. Und Rom hat die Griechen erobert. Rome heeft de Grieken veroverd. USA hat nicht Rom erobert, sondern is entstanden wo ganz anders auf der Welt. En USA heeft niet Rome veroverd, maar is heel ergens anders. Enormes territorium door migratie. Enorm territorium door migratie. Und wer
hat die USA gebildet? Wer ist gekommen, um dort zu wohnen? Wie heeft USA geformt? Wie ist da gekommen? Das waren doch die verfolgten Protestanten aus Europa. Da waren de verfolgte Protestanten uit Europa. Die, wo verfolgt wurden während den 1260 Jahren. Die verfolgt werden tijdens die 1260 Jahre. Ab 1517. Vanaf 1517. Als die Reformation begann, die protestantische. Toen de protestantse hervorming begon. Wurden die Protestanten verfolgt. Werden de protestanten vervolgd. Aber 25 Jahre davor. Maar 25 jaar daarvoor. 1498. Wurde Amerika entdeckt. Werd Amerika ontdekt. Von den Europäern. Door de Europeanen. Damals gab es kein Internet, kein Fernsehen, keine Zeitung. Er was destijds geen Internet, geen TV. Kein Radio. Kein Fernsehen. So hatten sie 25 Jahre lang Zeit. So hatten sie dus 25 Jahre lang Zeit. Bis die Information überall im ganzen Kontinent gekommen ist. Informatie over het hele land kwam. Es gibt einen anderen Kontinent. Het is een ander continent. Und als dann die Verfolgung losging. En toen de vervolging losbarstte. Sind sie mit den Schiffen rüber migriert. Zijn ze met de schepen overgestoken. De vervolgden protestanten uit Europa. Und haben eine Nation gegründet. En hebben een volk gegrondvest. Die ausgedrückt wird wie ein Lamm. Die uitgedrückt wordt als een lam. Wer ist in der Bibel symbolisch als ein Lamm? Wie is in de Bijbel symbolisch, staat symbolisch voor een lam? Der Herr Jesus. Jesus. So, es ist eine christliche Nation. Dus het is een christelijke natie. Zum ersten Mal kam eine christliche Nation auf. Vor het eerst kwam een christelijke volk op. Und zwar, die haben in ihre Konstitution gebracht. En in hun grondwet hebben ze gebracht. Trennung von Kirche und Staat. Scheiding van kerk en staat. Wir wollen hier keine Religionsgesetze. We willen hier geen godsdienstwetten. Wir wollen keine Verfolgung. We willen geen vervolging. Wir wollen frei sein. We willen vrij zijn. Das Land der Freien. Het land van de vrijheid. Ohne König und ohne Papst. Zonder koning en zonder paus. In die allererste First Amendment of United States. In de allereerste First Amendment van de Verenigde Staten. Vrijheid. Vrijheid. Religionsvrijheid. Religievrijheid. Meinungsvrijheid. Vrijheid van mening. Pressevrijheid. Persvrijheid. Versammlungsvrijheid. Bijeenkomstvrijheid. Wir wollen nie wieder Blutvergießen haben wie in Europa. We willen nooit weer bloed vergieten zoals in Europa. So, das ist begann sehr gut, hä? Hä, das ist doch allemaal goed. Aber wie, was steht in Offenbarung 13, Vers 11? Maar wat staat in Offenbarung 13, Vers 11? En hoe eindigt het? Das zweite Tier steigt aus auf der Erde. Vers 11. Het tweede dier komt uit, stijgt uit op de aarde. Das war, hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Het had twee horens als een lam. Aber redete wie ein Drache. Maar sprak als een draak. Oh, wie traurig. Oh. Wat triest. Schlussendlich spricht es wie ein Drache. Uiteindelijk spreekt hij als een draak. Wer ist der Drache? Wie ist der Drache? Satan ist der Drache, aber die Macht, die als die Drachenmacht dargestellt wird. Maar de macht die als een drakenmacht wordt voorgesteld. Is Rom. Is Rome. So Rom spricht durch die USA. Dus Rome spreekt door de VS. Am Schluss. Und wer steht hinter Rom? En wie staat achter Rome? Der Teufel. De duivel. Deswegen dieselbe Symbolik, Drache. Vandaar ook dezelfde symboliek, draak, Rome. Weil der Teufel benutzt dieses Reich. Want de duivel gebruikt dit Rijk. Wie wir gestern gesehen haben. Zoals we gisteren zagen. Es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig. Hij kan ook niet anders. Weil das vierte und letzte Metall. Omdat het vierde en laatste metaal. Von Daniel 2. Van Daniel 2. Und das vierte und letzte Tier. Dat het vierde en laatste dier. Von Daniel 7. Van Daniel 7. Ist Rom. Ist Rom. Das ist der Grund. Das ist die Rede. Also es beginnt als eine christliche Nation. Was für ein großer Kontrast zu allen Weltreichen davor. Es beginnt als eine christliche Nation. Was ein Kontrast gegen all die Weltreichen davor. Weltreichen. Freiheit. Wir wollen nicht Vereinigung von Kirche und Staat. Freiheit. Wir wollen keine Vereinigung von Kirche und Staat. Doch was geschieht? Die Prophetie sagt uns, dass am Schluss. Maar wat gebeurde? De profetie zegt ons dat aan het einde der Drache durch die USA reden wird. De draak zal spreken door de VS.
Und wenn wir den Kontext lesen von Offenbarung 13, and wanneer we de context lezen van Openbaring 13, dann sehen wir, dass die USA ein Bild macht von dem ersten Tier von Offenbarung 13. Dann sehen wir, dass de VS ein Bild macht von het eerste beest van Openbaring 13. Dat die erste Macht war ja der Vatikan, das Papsttum. Die erste Macht war das Vatikan. Von Offenbarung 13. Von Openbaring 13. Das war die erste Macht, das Vatikan, der, Roma. Der fünfte Kopf. Ja? Fünfte Haupt. Aber jetzt sehen wir, dass USA ein Bild macht, also eine Kopie. Maar nu sehen wir, dass die VS ein Bild macht, von Kopie dus. Etwas, wo ganz ähnlich ist. Was eigentlich daar helemaal op lijkt. Aber es gibt einen Unterschied. Maar er is één verschil. Das erste Tier von Offenbarung 13, het eerste beest van Openbaring 13, ist römisch-katholisch. Ist rooms-katholiek. Das zweite Tier von Offenbarung 13, het tweede dier van Openbaring 13, ist christlich-protestantisch. Ist christlich-protestant. Aber in welchem Sinne macht es ein Bild? Maar in welke zin maakt het een beeld daarvan? USA wird zulassen, dass sich die Frau, de VS zal toelaten dat de vrouw van Openbaring 17, van Openbaring 17, de hoer, ook op de USA setzt. Ook op de VS gaat zitten. Auf das sechste Haupt. Op het zesde hoofd. Fünf sind gefallen. Vijf zijn gevallen. Offenbarung 17, Openbaring 17, Vers 9. Vers 9. Vers 10. Vers 10. Fünf sind gefallen. Vers 10. En daar staat: vijf zijn gevallen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rome in der ersten Phase, in der erste Phase, und jetzt Rom in der zweiten Phase. Nu Rom in der tweede Phase. Der Kopf, wo eine tödliche Wunde hält. Der Kopf, waar hij een dodelijke wond ontvangt. Und einer ist da. En één is er. Welche Macht ist da? Welche kommt nach Rom? Welke macht ist er und welke kommt nach Rome? Nach 1798? Nach 1798. Und ist jetzt da? Und ist als die Weltmacht? Nu, als Weltmacht. USA? De Verenigde Staaten. Das ist auch das, was hier in Offenbarung 13 ausgedrückt wird. Das ist auch, wird auch in Offenbarung 13 ausgedrückt. Vom Vers 1 bis Vers 10. Von Vers 1 tot Vers 10. Wird Rom dargestellt? Wordt Rome daarvoor gesteld? Het pauselijke Rome. Bis 1798. Tot 1798. Und ab dem Vers 11. En vanaf vers 11. Ich sah ein zweites ihr aussteigen auf der Erde. Een tweede beest opkomen uit de aarde. Die USA. De Verenigde Staten. Vereinigde Staten. Nun, jetzt kommen wir zu den letzten Gedanken von diesem Thema. Nu kommen wir tot de laatste gedachte op dit thema. USA, wo so gut begonnen hat wie ein Lamm. De VS die zo goed begonnen was als een lam. Spricht am Schluss wie der Drache. Zal aan het einde spreken als een draak. Weil Rom nimmt Kontrolle, übernimmt die geistliche Kontrolle von Rom. Omdat Rome de geestelijke controle overneemt van de VS. Deswegen wird USA zu einem Bild des Tieres. Daarom wordt de VS een beeld van het beest. Weil das Tier ist eine perfekte Verbindung von Kirche und Staat. Omdat het beest een perfecte verbinding is van kerk en staat. Der Vatikan ist eine perfekte Verbindung von Kirche und Staat. Het Vatikan is een perfecte verbinding van kerk en staat. Der Papst ist gleichzeitig Staatsoberhaupt. De paus is tegelijkertijd een politiek chef vom Vatikan. Van het Vatikan. Und gleichzeitig in der gleichen Person. En tegelijkertijd in dezelfde persoon. Religionsführer der katholischen Kirche auf der ganzen Welt. Godsdienstige Leiter von der katholischen Kirche in der hele Welt. So, in Offenbarung 13 steht auch, dass wenn USA das Bild des Tieres aufbaut, aufrichtet. Und in Offenbarung 13 steht auch, dass als der VS das Bild von dem Beest aufbaut und Kirche und Staat zusammenbringt in USA. En kerk en staat samenbrengt in de VS. In USA verloren geht die Religionsfreiheit. En dat in de VS ook de godsdienstvrijheid verloren gaat. Ein Religionsgesetz kommt. Dat er een godsdienstwet komt. Und es beschrieben als das Mahlzeichen des Tieres. En dat wordt beschreven als het merkteken van het beest. Und da steht, wer es nicht anbetet. En daar staat, degene die het niet aanbidt, kan niet kopen en verkopen. Kan niet kopen en verkopen. En später ook todesdecreet. En daarna ook het doodsdecreet. Een religieuzes gesetz. En dat is een godsdienst. Deswegen steht in Offenbarung 13 auch. En daarom staat er in Openbaring 13 ook. Vers 15. En in vers 15.
Es wurde ihm Macht gegeben. Hem werd Macht gegeben. Dem Bild vom Tier. Het Bild van het Beest. Also die Vereinigung von Kirche und Staat in den USA. Dus de Vereinigung von Kerk en Staat in de VS. Geist zu verleihen dem Bild des Tieres. Een Geist te geven. Van, te maken van het beeld van het beest. Damit das Bild des Tieres reden und machen kann. Opdat het beeld van het beest kan spreken. Dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Dat iedereen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden. Getötet werden. Gedood zouden worden. Oh, hier steht das Bild des Tieres reden. Oh, hier staat het beeld van het beest zal spreken. Wann ist der Moment? Wanneer is dat moment? Dat is de moment van Openbaring 13, vers 11. Dat is het moment van Openbaring 13, vers 11. Wo steht, es war wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. En daar staat, het was een lam, maar het sprak als een draak. Der Moment, wo das Lamm zum Drachen wird. Het moment dat het lam wordt tot een draak. Ist der Moment, wo der Drache beginnt, durch das Lamm zu sprechen. Is het moment waarin de draak door het lam gaat spreken. Und im Kontext haben wir gesehen, das ist der Moment, wo die Gesetze erlassen werden. En we zien dus dat dat het moment is waar de wetten worden uitgevaardigd. Das Mahlzeichen des Tieres und wer es nicht anbetet, Religionsgesetz. En het merkteken van het beest en die het niet aanneemt. Weil es ein Religionsgesetz ist. Omdat het een godsdienstwet is. Wird verfolgt werden. Zal vervolgd worden. Deswegen wird die USA, ist der, die USA Teil, hier sehen wir übrigens das hier. Daarom wordt de USA dus een deel, de VS een deel. Von der Sequenz der sieben Häupter. Von der Volgorde von den sieben Koppen. Weil wenn die USA für immer Trennungen von Kirche und Staat aufrechterhalten würde, wanneer de USA eigenlijk altijd de scheiding van kerk en staat zou hooghouden, dann wäre es nicht Teil von dieser Sequenz. Dann zou het geen onderdeel zijn van deze volgorde. Aber die Frau setzt sich auch auf das sechste Haupt. Maar de vrouw zet zich ook op het zesde hoofd. Im Moment, wo USA seinen guten Prinzipien den Rücken kehrt. Op het moment dat de VS vaarwel zegt tegen haar goede principes. So, im nächsten Thema werden wir sehen. Dus in het volgende thema zullen we zien. Wer ist der bald kommt und kurze Zeit bleibt? Wie degene is die heel spoedig komt en korte tijd blijft? Kurze Zeit. Korte tijd. Und wer der achte ist? En wie de achtste is? Der wieder zurückkommt zur Weltmacht. Und die, wie das geschieht. Die weer terugkommt nach der Weltmacht. Und wie das soll gebeuren. Denn da steht, er kommt aus dem Abgrund. En, want da staat, er kommt aus dem Abgrund. Das werden wir verstehen im nächsten Thema. Das sollen wir behandeln in dem zweiten Thema. Volgende Thema. So, wir sind sehr weit vorangeschritten in der Prophetie, in der Geschichte. Wir sind al heel ver gekommen in der Prophetie und in der Geschiedenis. Fünf sind schon gefallen. Vijf zijn gevallen. Einer ist jetzt. Eine ist nu. Seit fast 200 Jahren. Sinds ungefähr bijna 200 jaar. Und es fehlt noch einer, der kommt und kurze Zeit bleibt. Er mist noch een die kommt en een korte tijd blijft. Der zurück zur Weltmacht kommt. En degene die terugkomt aan de Wereldmacht. Und dann kommt der Herr Jesus. En dan komt Jezus. Das ewige Königreich Gottes. Het eeuwige Koninkrijk van God. Gott segne uns mit dieser Information. God zegene u. Ons met deze informatie. Amen. Amen.